Herzlich willkommen zum ersten Video in 2022. In diesem Video werde ich dir alles erzählen, was ich zum Thema Stabilisieren von Holz zu sagen habe. Ich zeige dir hier gerade Ausschnitte aus einem Video, das ich vor anderthalb Jahren hochgeladen hatte. Hierin zeige ich dir den Prozess, wie ich ein Griffschalenpaar aus Birkenholz stabilisiere. Ich hatte mir eine Form aus Silikon gegossen, damit ich möglichst wenig Stabilisierungsharz verwenden muss. Das mache ich mittlerweile nicht mehr so, aber dazu später mehr. Hier sieht man, wie die Luft aus dem Holz entweicht, sobald der Unterdruck in der Vakuumkammer aufgebaut ist. Ein vollständiges Vakuum kann man nicht erzeugen, aber das kommt dem schon sehr nahe. Je nach Holzart steigen nach 1 bis 2 Tagen keine Luftbläschen mehr auf. Dann kann man wieder Atmosphäre in der Vakuumkammer aufbauen. Das Holz saugt das Stabilisierungsharz jetzt auf. Auch das dauert je nach Holzart 1 bis 2 Tage. Danach kommt es in den Backofen bei 80 bis 96 Grad. Ich lasse den Polymerisierungsprozess lieber mehr Zeit und stelle den Ofen auf 80 Grad. Das Ergebnis ist das gleiche. Stellt man die Temperatur aber zu hoch ein und ist noch ein kleines bisschen Feuchtigkeit im Holz, drückt der Dampf das Harz aus dem Holz. Man spricht dann von Ausbluten. Auch hierzu später mehr. Man sieht dem Holz nicht an, dass es stabilisiert ist. Es ist aber schwerer und härter. Das Harz durchzieht die innere Struktur jetzt in Form von stabilen, langen Polymerketten und hält es zusammen. Ähnlich wie es Stahl im Stahlbeton macht. Es hat aber immer noch die Eigenschaft, Flüssigkeiten aufnehmen zu können, sodass man es mit Leinöl oder Wachs behandeln kann. Holz ist durchsetzt von feinsten Kanälen. In der äußeren Wachstumsschicht des Baums dienen diese zum Transport von Wasser und Nährstoffen. Im inneren Holz werden diese Kanäle und Poren nicht mehr verwendet. Das Holz dort hat nur eine tragende Funktion. Es ist stabil, aber immer noch durchzogen von einem Netzwerk kleinster Hohlräume. Benutzt man Holz zum Beispiel für den Bau eines Hauses, dann stellt man fest, dass Holz arbeitet. Es schrumpft, wenn es mit der Zeit seine Feuchtigkeit verliert. Zusätzlich verformt es sich, weil seine Struktur nicht homogen ist. Manche Bereiche weisen mehr Hohlräume auf als andere und die Stränge der Holzfasern laufen in verschiedene Richtungen. Man sagt auch, dass sich das Holz wirft. Das gleiche passiert, wenn man Holz als Messergriff verwenden möchte. Der Griff wird mit der Zeit ein wenig schrumpfen. Das kann zu negativen Effekten führen. So spürt man eventuell die Pins, weil diese dann erhaben über das Holz hinausragen. Und die Griffschalen sind vielleicht nicht mehr bündig mit der Angel. Schlimmstenfalls aber können sich die Griffschalen lösen, weil der Kleber abgesprengt wird. Einem solchen Schrumpfen kann man entgegenwirken, wenn man die Oberfläche des Griffs versiegelt. So kann man den ganzen Griff in Leinöl tauchen, sodass sich die Poren vollsaugen können. Das Öl dringt zwar nur oberflächlich ein, aber da es bei Kontakt mit Sauerstoff polymerisiert und eine harte Außenschicht bildet, ist das Holz sehr gut vor Umwelteinflüssen geschützt. Das Holz arbeitet natürlich nicht nur, wenn es trocknet. Sobald es sich mit Wasser vollsaugen kann, quillt es auf. Der Effekt ist womöglich noch verheerender als ein Austrocknen. Man kann das Holz ölen, wachsen und fetten, um es zu konservieren. Das ist schon mal die halbe Miete, damit das Holz nicht arbeiten kann. Bevor ich dir meine schematische Darstellung vom Stabilisierungsprozess genauer erkläre, zeige ich dir nochmal meine Vakuumkammer und die Vakuumpumpe. Ich habe 2 Kammern, die ich abwechselnd an meine Pumpe anschließen kann. So kann ich möglichst viele Kanteln auf einmal stabilisieren. Die Menge ist eigentlich nur dadurch begrenzt, wie viel Kaktusjuice ich noch habe. Das ist leider im Moment nur sehr wenig. Nach der Verwendung des Kaktusjuice ist dieser normalerweise dunkel verfärbt, je nachdem, welches Holz man stabilisiert hat. Man kann diesen beliebig oft verwenden. Die Haltbarkeit beträgt mehrere Jahre, wenn man ihn kühl lagert. Ich hatte ihn mal im Kühlschrank, wovon ich wegen gesundheitlicher Bedenken aber Abstand genommen habe. Es reicht, die Flaschen einfach im Keller zu lagern. Der Hersteller sagt ausdrücklich, die Flüssigkeit nicht in Gläser umzufüllen. Den Grund kenne ich nicht, aber ich halte mich lieber an die Empfehlung. Ich habe eine 2-stufige Pumpe, aber eine 1-stufige reicht vollkommen aus, wie ich später noch erklären werde. Meine Vakuumkammern haben einen Anschluss im Deckel. Es gibt auch Systeme, die neuerdings den Anschluss im Topf haben. Um die Leistung der Pumpe hochzuhalten, empfiehlt es sich, das Öl regelmäßig zu wechseln. Es wird irgendwann milchig, weil sich die Feuchtigkeit aus der angesaugten Luft darin sammelt. Die Pumpe bringt dann irgendwann nicht genug Leistung.
und bei zu geringem Ölstand kann die Pumpe kaputt gehen. Ich habe bereits Impresin und Vacosil in meinem Topf verwendet. Leider enthalten diese Produkte aggressive Lösungsmittel, die meinen Deckel ruiniert haben. Der Deckel ist nur aus Plexiglas und weist seitdem viele feine Risse in der Oberfläche auf. Bei Cactus Juice passiert das nicht. Und ganz sicher geht man, wenn man ein System mit einem Glasdeckel kauft. Neuerdings bietet Bakueng auch Deckel aus gehärtetem Glas. Ich beobachte die Risse in meinem Deckel mit Sorge, aber bisher scheint sich das Ausmaß des Schadens stabil zu halten. Ich habe aber auch schon einen Erfahrungsbericht gelesen, bei dem der Deckel gerissen ist. Das kann dann sehr gefährlich werden. Die schematische Darstellung hatte ich eben schon im Schnelldurchlauf gezeigt. Jetzt möchte ich dir bei jedem Prozessschritt noch den einen oder anderen nützlichen Hinweis geben. Los geht es mit dem Holz. Ich habe hier schematisch dargestellt, dass es durchzogen ist von mikroskopisch feinen Hohlraumstrukturen. In diesen Poren ist Luft. Sollte sich noch Wasser im Holz befinden, wird das Ergebnis der Stabilisierung schlechter. Die Luft kann in der Vakuumkammer aus dem Holz entfernt werden, das Wasser aber nicht. Deshalb sollte man nur völlig trockenes Holz stabilisieren. Wenn ich mir nicht sicher bin, lege ich das Holz für mehrere Stunden in den Backofen bei 100 Grad. Die Ofentür bleibt für einige Millimeter geöffnet, damit die Luft immer trocken ist. Danach muss das Holz wieder vollständig abkühlen. Der Polymerisierungsprozess beginnt ja schon bei Temperaturen über 35 Grad. Zwar nur in geringem Maß, aber das würde das Harz dickflüssig machen. Es ist aber notwendig, dass es schön dünnflüssig bleibt, sonst kann es nicht in das Holz eindringen. Der Trick ist also, das heiße Holz aus dem Ofen zu nehmen und erstmal in eine Plastiktüte zu legen, bis es auf Raumtemperatur abgekühlt ist. Ohne die Tüte würde das Holz wieder etwas Feuchtigkeit aufnehmen, da warme Umgebungsluft mehr Feuchtigkeit enthält als kalte. Dann kommt das Holz in die Vakuumkammer. Diese besteht aus einem stabilen Edelstahltopf. Ich kenne jemanden, der das mit einem Kochtopf versucht hatte und zum Glück im Nebenraum war, als der Topf implodierte. Man kann dabei sein Trommelfell einbüßen. Dann füllt man die Stabilisierungsflüssigkeit ein. Ich verwende immer Kaktusjuice, wie gesagt. Natürlich legt man das Holz in einen passenden Behälter, aber ich habe diesen der Einfachheit halber in meinem Bild weggelassen. Wichtig ist, dass der Pegel ausreichend hoch über dem Holz ist. Denn wenn das Holz am Schluss den Kaktusjuice aufsaugt, sinkt der Pegel je nach Holzart mehr oder weniger stark ab. Dazu später mehr. Im Bild ist die Luft weiß dargestellt. Dann kommt der Deckel auf die Kammer. Die Vakuumpumpe wird angeschlossen und die Luft aus der Kammer gesaugt. Bei einer zweistufigen Pumpe geht das schneller, aber eine einstufige Pumpe erzeugt dasselbe Vakuum und ist deutlich preiswerter. Das Vakuum sollte langsam aufgebaut werden, denn die Luft wird sonst schlagartig aus dem Holz austreten und sehr viel Schaum erzeugen. Wenn die Pumpe etwas von dem Schaum anzieht, kann diese unbrauchbar werden. Ich stelle das Vakuum hier mal farblich grau dar. Durch das Vakuum dehnt sich die Luft im Holz stark aus. Sie kann nicht sofort entweichen, weil die Hohlräume so fein und eng sind, dass dieser Prozess sehr lange dauert. Luftblasen steigen jetzt in großen Mengen an die Oberfläche. Das Vakuum wird langsam gesteigert. Immer so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Sobald das Aufschäumen nachlässt, kann man die Pumpe wieder einschalten und für eine kurze Zeit laufen lassen, bis es wieder stark schäumt. Meine Pumpe läuft dazu höchstens ein paar Sekunden. Dann schalte ich sie wieder aus. Irgendwann ist die Luft komplett aus der Kammer entfernt. Das Vakuum hat sein Maximum erreicht. Beziehungsweise der Druck in der Kammer ist minimal. Ich habe von Hydraulik wenig Ahnung, sodass ich nicht ausschließen kann, hier nicht die korrekten Begriffe zu finden. Aber du weißt sicher, was ich meine. Irgendwann steigen keine Luftblasen mehr auf. Es ist sinnvoll, zwischendurch das Vakuum regelmäßig zu erneuern. Denn einerseits füllt die Luft, die aus dem Holz austritt, das Vakuum teilweise auf und andererseits ist jede Vakuumkammer immer etwas undicht. Schon allein der Kunststoff und die Dichtungen lassen immer etwas Luft durch. Minimal, aber auf Dauer nicht zu unterschätzen. Je nach Holzart kann es sein, dass nach 48 Stunden immer noch kleine Luftblasen aufsteigen. Es ist auch denkbar, dass Luftblasen unter dem Holz gefangen sind. Daher klopfe ich vorsichtig an der Kammer oder neige diese ein wenig, damit diese Blasen einen Weg am Holz vorbeifinden können.
Denn später würde diese Luft vom Holz angesaugt, wo eigentlich der Kaktusjuice angesaugt werden sollte. Wie gesagt, sollte man dem System so viel Zeit wie nötig geben, um vollständig zu entlüften, auch wenn das mehrere Tage dauert. Ich habe ein Sperrventil an meinem System, mit dem ich die Pumpe von der Kammer abtrennen kann. Das ist sinnvoll, um mit der Pumpe eine zweite Kammer zu entlüften, aber auch, damit das Vakuum in der Kammer nicht das Öl aus der Pumpe saugen kann. Die Pumpe ist dahingehend nicht wirklich dicht. Ich deute das Abklemmen hier im Schema mit einem Korken an. Dann endlich kann der atmosphärische Druck in der Kammer wiederhergestellt werden, aber bitte nicht zu schnell. Besonders wenn der Anschluss im Deckel ist, strömt die Luft schnell ein und ein Luftstrahl bläst in den Kaktusjuice, der dann in der Kammer umherspritzt. Man sollte sich also lieber Zeit dabei lassen, um derartiges zu verhindern. Man kann den Deckel jetzt abnehmen oder drauflassen. Ich nehme ihn ab, damit ich bei Bedarf etwas Kaktusjuice nachgießen kann. Das Vakuum im Holz beginnt jetzt, den Kaktusjuice in die Hohlräume zu ziehen. Es ist gut, noch etwas Kaktusjuice parat zu haben, um bei Bedarf den Pegel wieder aufzufüllen. Hauptsache, das Holz ist immer in der Flüssigkeit und kann keine Luft ansaugen. Dieser Prozess kann sehr lange dauern. Die Flüssigkeit braucht natürlich länger, um in die Hohlräume zu dringen, als die Luft gebraucht hat, um aus diesen zu entweichen. Ich gebe dem Holz dafür immer doppelt so viel Zeit, wie es gedauert hat, bis das Holz entlüftet war. Das können auch mal 4 Tage sein. Ich zeige dir gleich ein Video, wo jemand einen Drucktopf benutzt, um diesen Prozess zu beschleunigen. Es wird wahrscheinlich so sein, dass man mit einem Drucktopf die Menge vom Kaktusjuice im Holz noch erhöhen kann, weil dieser regelrecht hineingepresst wird und nicht nur hineingesaugt wird. Wie auch immer, ist das Holz irgendwann gesättigt. Der Pegel des Kaktusjuice sinkt nicht weiter ab. Dann ist es Zeit, das Holz aus dem Topf zu nehmen. Man kann es jetzt abtropfen lassen. Und man kann es sogar trocken wischen. Der Kaktusjuice kann nicht mehr aus dem Holz laufen, weil er durch die Kohäsionskräfte in den Kapillaren festgehalten wird. Ich wickle jeden Kantel einzeln in Alufolie. Das ist nicht notwendig, verhindert aber, dass eventuell etwas auf den Ofenboden tropfen kann. Oder dass verschiedene Kanteln miteinander verkleben. Das würde man dann nur mit einer Säge wieder auseinanderbekommen. Sobald der Backofen eine konstante Temperatur von 80 Grad erreicht hat, lege ich das Holz hinein. Der optimale Bereich ist 80 bis 96 Grad. Da ein Umluftofen aber leichte Temperaturschwankungen haben kann, gehe ich auf Nummer sicher und lasse das Holz lieber eine Stunde länger im Ofen. Wenn man es eilig hat, stellt man 96 Grad ein und holt das Holz frühestens nach 90 Minuten wieder raus. Ich lasse das Holz abkühlen und bearbeite es erst am nächsten Tag, damit der Polymerisierungsprozess auch garantiert abgeschlossen ist. Wenn man regelmäßig Holz stabilisiert, ist es vielleicht interessant, die Qualität seines Prozesses zu beurteilen. Ich habe das in der Vergangenheit immer so gemacht, dass ich das Gewicht der Kanteln vorher und nachher gewogen habe. Wenn das Gewicht deutlich zugenommen hat, kann ich davon ausgehen, dass genug Harz im Holz eingelagert wurde. Ich zeige hier einen Ausschnitt aus einem empfehlenswerten Video, in dem Alexander Jack von Jacklaw Knives sehr gut erklärt, wie er stabilisiert und wie er es perfektioniert hat. Er benutzt sogar einen Drucktopf, mit dem er das Harz am Schluss noch in die tiefsten und engsten Poren presst. So ein Drucktopf kann über eine lange Zeit bis zu 12 Bar Überdruck aufbauen und halten. Das ist natürlich perfekt. Sandy, wie er von allen genannt wird, zeigt in diesem Video, dass jeder von ihm stabilisierte Kantel im Wasser untertaucht. Das ist ein Zeichen von höchster Qualität. Ich habe hier mal einen Versuch aufgebaut, in dem ich Holz in Wasser tauchen möchte. Man kann bei Quadern auch leicht das Volumen messen und anhand des Gewichtes die Dichte berechnen. Dann kann man auch ohne den Versuch entscheiden, ob die Dichte größer oder kleiner als die Dichte von Wasser ist. Aber das scheint mir weniger spektakulär. Ich wiege die Kanteln, insbesondere um das nicht stabilisierte und das stabilisierte Nussbaumholz zu vergleichen. Der stabilisierte Kantel ist fast so groß wie der unstabilisierte, aber 50% schwerer. Das Wüsteneisenholz kann man nicht stabilisieren. Ich will es aber auch mal in Wasser tauchen, denn ich erwarte hier eine höchste Dichte. Es ist nämlich das schwerste und dichteste Holz, das ich je bearbeitet habe. Hier nochmal die Kanteln aus der Nähe.
Das Maserholz muss stabilisiert werden, weil es dazu neigt, sich zu verformen, wenn es der Witterung ausgesetzt ist. Der stabilisierte Kantel weist noch Reste vom Stabilisierungsharz auf. Das kann man vermeiden, wenn man die Kanteln trocken wischt, bevor man sie in den Backofen legt. Ich lasse die Kanteln immer nur kurz abtropfen und wickle sie in Alufolie. Das Harz ist sehr fest und sogar brüchig. Das Wüsteneisenholz fühlt sich schwer an. Die Oberfläche ist sehr dicht und weist keine sichtbaren Poren auf. Damit die Kanteln nicht nass werden, stecke ich sie in eine Plastiktüte. Das unbehandelte Stück geht erwartungsgemäß nicht unter. Etwa die Hälfte ragt noch heraus. Das stabilisierte Holz geht unter. Wenn der Füllstand nicht so hoch wäre, könnte ich es loslassen. Es würde auf den Grund sinken. Nur dann würde Wasser in die Tüte laufen und das Holz nass werden. Genauso das Wüsteneisenholz. Es ist sogar noch schwerer, sodass ich die Tüte auch nicht loslassen möchte. Das habe ich erwartet. Bei Hölzern mit einer so großen Dichte, dass sie auch unstabilisiert untergehen, braucht man gar nicht erst versuchen, sie zu stabilisieren. Das Harz wird kaum bis gar nicht aufgenommen. Solche Hölzer neigen aber auch nicht zum Verformen, sofern sie gut abgelagert sind. So, das war jetzt ein etwas längeres Video, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich ein paar Details vergessen habe. Schreib doch bitte mal in die Kommentare, was du für Erfahrungen gemacht hast und was für die anderen vielleicht noch interessant wäre. Vielen Dank fürs Zuschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal.